Ich grüße euch alle, ich hoffe, alle Natter sind soweit am Start und ich beginne dieses Video mit dem Satz: Sorry, Schatz, aber ich habe dich betrogen. Wenn du wissen möchtest, was genau das jetzt bedeutet, dann bleib dran. Dieses Video wird sich mit diesem Thema beschäftigen. Ich lasse ein Intro reinspielen. Lass doch in der Zeit gerne ein Abo da, drück schon mal einen Daumen nach oben und dann sehen wir uns gleich. Ja, das war ein Cliffhanger, wa? Das war mal ein richtig fetter Cliffhanger. Au! Siehst du, da kriege ich gleich meine Retourkutsche schon wieder. Aber ja, was soll ich sagen? Ein Betrug, ob jetzt ein Mann eine Frau betrügt oder eine Frau einen Mann, ist überhaupt nicht so selten, wie du eigentlich denkst. Und wir reden hier ungefähr von 25% der Männer, die das tun und 13% der Frauen. Jetzt ist nur die Frage, das sind natürlich reine Statistiken. Glaubst du dieser Statistik? Hast du vielleicht ein anderes Gefühl? Dann schreib mir das doch gerne in die Kommentare rein. Und nicht zu vergessen ist in diesem Zusammenhang auch die Dunkelziffer. Natürlich werden Leute gefragt, aber ob jetzt wirklich jeder die Wahrheit sagt, ist ja auch mal wieder dahingestellt. Und das lassen wir einfach mal so im Raum stehen. Dunkelziffer, ich denke, sie ist sehr hoch. Wie kommt es jetzt also dazu, dass selbst Menschen in scheinbar oder in glücklichen Beziehungen fremdgehen? Das können wir einmal rein anatomisch so ein bisschen beantworten. Ich sag mal so, wir haben ja ne, das Gehirn, das sitzt hier oben, das ist unsere Steuerzentrale. Da ist alles zentriert, was uns ausmacht und was wir eben sind. Und Lust sowie Liebe werden von unterschiedlichen Hirnregionen aktiviert. Das bedeutet, dass du deinen Partner zwar lieben kannst, aber dennoch deine Lust, die ja eben aus einem anderen Bereich dazu gesteuert wird, sich dementsprechend auch anders kanalisiert. Soll jetzt kein Freifahrtschein sein, nicht, dass ihr jetzt denkt, so Carina hat uns das jetzt gesagt, zack, und jetzt gehe ich mal ab zum Nachbarn und dann heißt das hier Humpty Dumpty. Nein, wir können uns ja trotzdem so ein bisschen unter Kontrolle haben. Aber in unserem Video möchte ich mich mal so ein bisschen aussprechen darüber, wie du jetzt verfahren solltest, wenn du oder kannst, alles kann, nichts muss, wenn du eben deinen Partner oder deine Freundin betrogen hast. Und das mache ich mal so in drei wunderhübschen Schritten. Schritt Nummer 1. Und der liegt erstmal direkt bei dir tatsächlich. Wenn es jetzt passiert ist, dass du fremdgegangen bist, ne, in anderen Federn rumgesprungen bist, nenn es wie du es möchtest, dann ist das so. Und ja, das war mit Sicherheit ein Fehler, aber es bringt jetzt nichts, dich selber zu zerfleischen und dich selber vor dir runterzumachen und zu rechtfertigen bis ins Kleinste. Wichtig ist also in diesem Zusammenhang, dass du ehrlich zu dir selber bleibst und dich nicht in Ausreden dir selbst gegenüber eben verlierst. So ist es also nicht sinnvoll, wenn du jetzt eben diese Selbstvorwürfe immer auf dich reinprasseln lässt, die Gedankenspirale sich bis zum Orkan oder bis zum Tornado von mir aus, ja, weiterdreht, denn es bringt dich im Endeffekt gar nicht weiter. Sei ehrlich zu dir selber, schau mal in dich rein und versuche mal, den Auslöser für dieses, mit dem anderen eben zu finden. Wenn du das gemacht hast, dann kannst du weitergehen mit Schritt 2. Und dieser Schritt liegt auch wieder völlig bei dir. Ab jetzt wird es, glaube ich, ein bisschen meinungskritisch. Es kann natürlich sein, dass die Meinungen jetzt auseinandergehen, aber das ist auch gewollt. Ne? Ich spreche ja hier ein kleines Tabuthema an und dann möchte ich auch, dann finde ich das auch schön, wenn ihr eure Meinung reinschreibt, auch wenn ihr eine andere habt. Du hast im Schritt 2 die Möglichkeit, dich zu entscheiden. Gehst du rechts den Weg der Wahrheit oder links den Weg der Verschleierung? Quasi sprichst du es an oder lässt du es bleiben? Bevor du das jetzt entscheidest, also in diesem Rahmen, würde ich dir empfehlen, dir erstmal folgende Fragen zu stellen. A. Möchtest du dein Herz entlasten oder musst du es? Wäre auch mal genauso mit deinem Partner, ne?
möchtest du, dass er eben, ja, dass dieser Stein eben irgendwann mal vielleicht wie so eine Art Mauer zwischen euch steht? Riskierst du, ihn zu verletzen, ihm weh zu tun oder sogar eure Beziehung eben aufs Spiel zu setzen? Und ich weiß, das klingt jetzt wirklich hart und kalt und berechnend und wahnsinnig rational, aber es gibt da einen kleinen Ausweg. Kennst du diese Pro- und Kontralisten? Ja, in der Wirtschaft nennt man sowas Chancen-Risiken-Analyse. So, das geht aus der SWOT-Analyse hervor: Stärken, Schwächen, Chancen, Risiken. Und so hilft es bei der Entscheidungsfindung zum Beispiel eines Unternehmens, ob es in einen neuen Markt geht, ob es ein neues Produkt auf den Weg bringt und davon letztendlich profitieren kann. Und nichts anderes ist das hier auch. Wäge mal die Chancen und die Risiken ab. Und dann hast du eben diese Pro- und Kontraliste, diese, ja, Yes or no, ich weiß nicht. Gib ihnen einen Namen, der für dich angenehm ist. Und dann schreib dir einfach mal ganz ehrlich auf welche Seite was steht. Und dann guckst du mal, was nachher im Endeffekt schwerer wiegt. Frag dich auch ruhig, was du verlieren kannst, was auf dem Spiel steht, was du dazu gewinnst und was das auch für die Zukunft für dich und für deinen Partner bedeuten könnte. Ein Fremdgang, und ich weiß, oh, ich bin aber auch heute wirklich unterwegs, kann ein Weckruf sein. Ja, es gibt natürlich die Leute, die sagen, nee, komm, Alter, ne, du hast einmal fremd geknutscht oder du hast hier mich einmal körperlich, also wirklich warst mit dem anderen im Bett und dann war's das. Da ist die Reißleine sehr kurz. Auch das akzeptiere ich zum Beispiel, ne? Das ist der schnelle Weg und wenn das dein Weg ist und du damit gut umgehen kannst, dann ist das top, denn dann hast du reflektorisch dich so weit entwickelt, dass du sagen kannst, okay, das geht für mich eben nicht und dann hast du auch deine Gründe dafür. Manchmal sind aber auch einfach Beziehungen eh schon kurz vor dem Aus und ja, dann ist auch die Frage, möchtest du dieses Aus jetzt wirklich haben und sagst es ihm oder kommt dann eben, ja, möchtest du diese ganze Sache schon, der noch eine Chance geben und so weiter und verschweigst es dann. Du siehst also, dass es verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Situationen gibt, an diese Sache ranzugehen und in dir mit diesem Thema zu arbeiten. Und wenn du mich jetzt nach einer pauschalen Antwort eben fragst, dann kann ich dir die nicht geben. Denn 7,7, 7,8 Milliarden Menschen fast, ja, sind wir. Und jeder ist einzigartig, jede Beziehung ist einzigartig, jeder möchte etwas anderes vom Leben, jeder geht mit Stress anders um, jeder verarbeitet anders. Also, wie gesagt, die pauschale Antwort hierfür, sagen oder nicht, ist eben die Frage, auch hier wieder die 1-Million-Euro-Frage, die wir wahrscheinlich nicht wirklich zu 100% beantworten können, weil wir viel zu individuell sind. Aber das soll uns nicht davon abhalten, uns dem letzten Schritt, dem Schritt Nummer 3 zu stellen. Und da geht es um das Planen deiner Vorgehensweise. Du hast dich jetzt also in Schritt 2 dazu entschieden, ja? Unser Leitfaden geht weiter. Und wenn du dich jetzt dazu entschieden hast, ihm das zu sagen oder es ihm nicht zu sagen, dann hast du eben zwei unterschiedliche Büros, sag ich mal, die du jetzt betrittst, um dann eben in einem Büro ganz andere Sachen zu machen als im anderen. Ich gebe dir schon mal den Tipp vorher zu verschweigen. Das ist das Büro, wo du dann quasi den, weiß ich nicht, da bist du Minijobber, hast nicht so viel zu tun und der Weg des anderen ist deutlich, deutlich schwieriger. Da schrubbst du Überstunden ohne Ende, ja, metaphorisch gesprochen. Aber in der Regel ist es so, dass der schwierigere Weg und der härtere Weg durch die Rauheit zu den Sternen dich im Endeffekt weiterbringen wird. Nichtsdestotrotz möchte ich dir so ein bisschen sagen, wie du beide Wege beschreiten kannst. Wenn du dich jetzt für das Schweigen entscheidest, dann gehst du am besten folgendermaßen vor. Was ist jetzt Sinn und Zweck? Was ist Ziel der ganzen Sache? Naja, du möchtest versuchen, diese Affäre zu verschleiern, im Nebel verschwinden zu lassen oder Gras drüber wachsen zu lassen. Und das bedeutet, dass du in erster Linie wirklich darauf bedacht sein musst, dass dieses Techtelmechtel, das ihr beide da miteinander hattet, nicht rauskommt. Pass also genau auf, dass du dich nicht in Lügen verstrickst. Das heißt, ja, da ist wirklich in dieser Situation hier, ne, zumachen, Schlüssel wegwerfen, genau die einzige Möglichkeit deinem Partner gegenüber. Das solltest du natürlich auch mit deiner Affäre ganz, ganz klar abgesprochen haben, ne, dass du eben
aus dem und dem Grund das nicht möchtest, du dir das vielleicht auch eine weitere Beziehung mit ihm nicht vorstellen kannst und ihr, wenn das super vorbereitet war sozusagen, ja, schon im Voraus festgelegt habt, was geht und was eben nicht. Und ich hoffe nicht, dass jetzt hier die Hate-Kommentare reinfliegen mit, oh, Karina, du zeigst jetzt hier den Leuten einen Weg, wie sie das verschleiern können. Ich möchte einfach nur, dass ihr die verschiedenen Situationen kennt und eben wisst, dass ihr immer eine Wahl habt. Der andere Weg und der beschwerlichere Weg ist der Weg auf den Beichtstuhl. Solltest du dich also dafür entscheiden, dass du ihm reinen Wein einschenkst, dann ist deine Vorgehensweise eine etwas kompliziertere. Und auch jetzt klingt wahrscheinlich diese erste Vorgehensweise ein bisschen komisch für dich, aber es macht Sinn, einen Termin festzusetzen. Deinem Partner zu sagen, pass auf, wir müssen heute Abend ja, oder wenn die Kinder im Bett sind, etwas besprechen, und zwar möchte ich etwas mit dir besprechen, das wirklich ernst ist. So, ne? Dann lass dich nicht am Telefon noch großartig voll schwallern. Vielleicht machst du es jetzt auch nicht gerade so spannend, indem du das morgens sagst. Übrigens, Schatz, heute Abend kreist hier der Hammer, ne? Da muss ich dir mal was erzählen. So, nicht so sinnvoll, vielleicht, wenn er von der Arbeit gekommen ist, weil du weißt doch immer nicht, wenn denn der andere beschäftigt ist mit dem Karussell, das erstmal in Gang gehen wird, kann es immer sein, dass da zwischendurch nochmal was passiert. Also, leg einen festen Termin fest und setz ihn sehr zeitnah. Jetzt kommt es zu dem Gespräch. In diesem Gespräch ist es wirklich, wirklich, wirklich wichtig, dass du A, ehrlich bist, B, überhaupt, aber wirklich gar nichts beschönigst und dass du wirklich ehrlich sagst, was passiert ist. Du musst jetzt nicht in jedes Detail gehen, das würde ich nicht tun. Vielleicht, also ich würde das auch nicht jetzt so doll wollen, ja. Aber sag genau, was eigentlich ist. Dann gibt es noch so gewisse, ja, sag ich mal, Benimmregeln, ja. Es gibt sogenannte No-Gos. Auch in diesen oder auch in diesen Gesprächen. Und dazu gehören Schuldzuweisungen. Und das geht jetzt mal in beide Richtungen. Du kannst jetzt nicht sagen, pass auf, ich habe dich beschissen, denn du bist ja nie für mich da. Aber vielleicht hat der andere auch seine Probleme, ja? Wer weiß, was der ganzen Sache zugrunde liegt. Leugne auch bitte nichts. Und das Verbergen von irgendwelchen Tatsachen, die sowieso schon auf dem Tisch liegen, bringen dich auch wirklich nicht weiter. Und dein Partner übrigens auch nicht. Sinnvoller wäre es dann, wenn du ganz klar kommunizierst, wie du dir die Zukunft vorstellst, wenn es eine gibt. Es kann auch sein, dass er sagt, komm, bye, ich gehe sofort und es ist nicht möglich zu sprechen. Ja, aber wenn das der Fall sein sollte, dann sag ganz genau, was du dir für die Zukunft wünschst. Arbeitet daran, wie ihr zusammen, ja, genau dieses Ziel eben erreichen könnt und geht wirklich in die Zweisamkeit, in die Partnerschaft rein, wenn ihr das möchtet. Und natürlich ist das genauso wichtig, wenn jetzt die Trennung in den Raum geworfen wird. Selbst dann müsst ihr gucken, wenn ihr im schlimmsten Fall Familie habt, ja, finanzielle Verpflichtungen, an die ihr beide gebunden seid, verheiratet seid, dann müsst ihr einen Plan erstellen für die Zukunft. Wie gehen wir jetzt vor? Wie funktioniert das? Wer kann uns helfen? Wo können wir uns Unterstützung holen? Ja, das sind ganz, ganz wichtige Dinge. Je mehr ihr ineinander verhakelt seid, desto wichtiger ist es, einen kühlen Kopf zu bewahren und dann gemeinsam in diese Zukunft, die ihr eben nicht beeinflussen könnt, erstmal zu gucken, um es nicht ganz so schlimm werden zu lassen. Und wenn du jetzt denkst, dass diese Warum-Frage unangebracht ist von ihm, dann ne, du siehst meinen Kopf. Dann kann ich dir sagen, da bist du falsch gewickelt. Er hat ja irgendwo, ich weiß, Warum-Fragen sind hässlich, ne? Das ist ja, man stellt auch nur Warum-Fragen, wenn man dem anderen eins auswischen will. Aber es ist ja irgendwo auch verständlich. Der will wahrscheinlich wissen, woran hat es gelegen, ne? Auch darauf bereite dich bitte vor und werd nicht pampig, werd nicht blöde zu ihm, sondern ganz sachlich, das und das ist passiert aus dem und dem und dem und dem Grund. Sprich auch hier wieder von dem, was dich innerlich bewegt. Sprich von deinen Gefühlen und von dem, wie du dir in Zukunft vorstellen könntest, wie diese ganze Sache zu vermeiden ist. Geh in den Dialog, sei einfühlsam, lass dich aber auch nicht unterbuttern auf der anderen Seite.
wenn jemand fremd geht, dann ist das in der Regel kein einseitiges Schwert, sondern dann haben mehrere Faktoren dazu geführt. Und dann ist es an euch, und zwar an euch beiden, entweder gemeinsam in diese Zukunft zu gucken oder eben getrennte Wege zu gehen. Und es sollte auch klar sein, dass es in jeder Beziehung, auch die, die uns vorspielen, es ist nicht so, ja, gibt es ja auch ganz viele von, der Alltag irgendwann mal einzieht. Das heißt, es wird langweilig. Das heißt, auch unser Hirn ist übelst bored irgendwann, ja. Und dann passiert Folgendes: Wenn etwas Neues dazu kommt, dann springt das Belohnungssystem bei uns an und sagt, ja, jetzt, jetzt, und befeuert die Sache. Das heißt, es kann auch manchmal helfen, diesen Nervenkitzel künstlich herbeizuführen. Fahrt in einen Urlaub, sucht euch ein neues Hobby, macht irgendwas, was ihr noch nie, nie, nie getan habt, was ihr euch noch nie getraut habt. Irgendwas, wo ihr vielleicht jeder auf den anderen mal angewiesen ist, um eben genau dieses Belohnungssystem in diese Richtung zu packen und eben nicht da rein zu investieren, in anderen Betten zu landen oder ja, halt einfach fremd zu bumsen. So, ich sag's jetzt einfach mal, wie es ist. Denn wir sind hier nun mal in einem Tabuthema und warum denn eigentlich nicht? Ich würde mich wirklich sehr, sehr freuen, wenn ihr eure Meinung mal zu diesem Thema kundtut. Solltet ihr genau das mal durchlebt haben, würde das auch total helfen, wenn ihr mal in kurzen Zügen eure Geschichte reinschreibt, wenn ihr euch das traut, ja, eine Meinung dazu reinschreibt. Vielleicht auch ganz gerne zu dem, naja, Thema, sag ich's nicht, ne? Denn das ist ja jedem selber überlassen und auch das ist ganz wichtig, wenn ihr hier unten kommuniziert, möchte ich wirklich, dass wir den Respekt voreinander haben, denn jeder hat das Recht auf freie Meinungsäußerung und auf seinen freien Willen, der uns eben mit der Geburt gegeben wurde. Ich hoffe, dass ich jetzt in den Kommentaren nicht allzu viel Hate bekomme. Ich hoffe, dass ihr dieses Video verstanden habt und ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn ihr diesem Video einen Daumen nach oben gebt, dafür, dass ich so ein Tabuthema anspreche, meinen Kanal abonniert, um dieses oder ähnliche Themen nicht zu verpassen und ich freue mich wirklich sehr, wenn wir uns dann im nächsten Video wiedersehen. Bis dann, macht's gut, tschüss!